Das Landwirtschaftsforum 2019 steht ganz im Zeichen der neuen Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte und ihrem Motto mehr Nähe, mehr Leistung, mehr Stärke. Über 300 Landwirte sind an diesem Abend im Audi Sportpark erschienen, um sich über Perspektiven in der Landwirtschaft zu informieren. Unser Thema heute Abend ist Markt und Politik, Faktencheck für Praktiker. Im Prinzip machen wir heute Abend eine kleine Weltreise. Wir beginnen in der Welt, kommen nach Europa, fahren nach Deutschland und kommen bis Oberbayern und schauen, was in Markt und Politik auf die Bauern zukommt. Dietrich Holler ist einer, der wissen muss, was auf die Landwirte zukommt. Als Agrarwissenschaftler und Journalist hat er tiefe Einblicke in Politik und Wirtschaft. Klimawandel, Nachhaltigkeit, Globalisierung und Tierwohl sind nur einige der Themenfelder. Interaktiv konnten die Landwirte via App abstimmen und ihre Meinung nicht nur in der anschließenden Diskussion vertreten. Grundsätzlich waren ganz interessante Informationen dabei. Der Vortrag war gut. Ich habe den Herrn schon mal kennt von früher her. Er ist nach wie vor immer noch gut, so wie es vor 3-4 Jahren war. Also er hat schon prägnante Aussagen gemacht, wo uns so Dinge geben in Zukunft. Super war es. Also es war echt informativ und ist gut rübergekommen. Was war das Beste? Gute Frage. Die Sichtweisen von dem Referenten. Mal eine andere Perspektive auf die Landwirtschaft. Der gesamte Vorstand der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte ist zur Veranstaltung erschienen. Nicht nur das zeigt, wie wichtig die landwirtschaftlichen Kunden für die Bank sind. Und egal, wie groß die Herausforderungen in Zukunft sein werden, die Teilnehmer am Landwirtschaftsforum haben einen starken Partner, der ihnen bei allen Anforderungen zur Seite stehen wird.